mich auch angucken. Ich bin nur noch nicht geschminkt, nicht erschrecken. Ja, ich habe jetzt den Frühstückstisch gedeckt und jetzt zeige ich euch, wie es jetzt hier aussieht. Also die Seite ist so schön, so was, als wir aufgewacht sind. So sieht es da hinten aus. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann fahren oder doch lieber hier bleiben, je nachdem, wie das Wetter dann nachher ist. Wir frühstücken jetzt erstmal. Wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Die sind alle noch duschen und so. Und ich habe jetzt schon den Tisch, wie gesagt, gedeckt. Und solange ich warte, lese ich noch das Buch. Das ist sehr interessant. Ich bin jetzt gerade auf Seite 101. Da geht es jetzt gerade um Diabetes. Typ 2 hauptsächlich. Und ja, How Not to Die. Sehr interessant und sehr zu empfehlen. Meine Urlaubslektüre. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, nach Heiligenhafen zu fahren und ein bisschen zu bummeln. Schaut mal, wie schön der Himmel ist. Also es ist wunderschönes Wetter. Wir haben jetzt 10.30 Uhr und ja, die Kinder und alle anderen bleiben hier. Bernd und ich, wir fahren alleine und dann hoffe ich, dass ich das ein bisschen filmen kann. Heute ist Tag 5 von unserem Urlaub und ja, ich freue mich schon wirklich, wenn wir wieder zu Hause sind. Es ist zwar schön hier, alles ist gut, aber wenn ich mich wieder vernünftig ernähren kann, so wie ich das immer mache in den Videos, die What I Eat in a Day Videos, falls ihr die kennt, so wie ich mich halt normal ernähre, darauf freue ich mich, denn damit geht es mir echt am besten, wenn ich mich so ernähre. In meinem letzten Video habe ich euch ja erzählt, was ich hier so esse im Urlaub. Und ja, es wird jeden Tag ein bisschen schlechter. Oh Mann. Klar ist das zwar alles lecker, wenn wir Pommes und so essen, keine Frage. Aber ich merke wirklich, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Ja, in 3 Tagen fahren wir ja auch nach Hause und dann wird das ja auch alles wieder besser. Bernd sucht jetzt noch eben seine Sonnenbrille und dann geht's los. Warum sind wir eigentlich nie mit der Bimmelbahn hier gefahren? Weil die so beschissen Zeit hat und zum Ferienzentrum fährt. Okay. Schön leer, ne? Ja. Angeln brauchen wir nicht. Du gehörst das dazu? Ja. Don't forget to look. Wieso für ein Geburtstag? Schneekugeln. Schön sind die, aber am Ende stauben die eh nur zu, ne? Ich mag die so gerne, die Möwen, wenn die dann machen. Das erinnert mich immer an früher. Ja. Das war immer die Geschichte auf den Geburtstagen, dass eine Möwe mein Papa das Brötchen geklaut hat am Strand, wo er reinbeißen wollte. Ist das da hinten die Brücke, wo wir drüber gefahren sind nach Fehmarn? Ja, noch eine. Eine habe ich bei mir in der Kasse liegen, auf der Arbeit. Ja. 15 schaffen wir. Mach mal. Hier kann man nämlich 1 Euro reinschmeißen und eine 5-Cent-Münze. Das kostet dann 1 Euro und dann kurbelt man hier und dann ist die 5-Cent-Münze geprägt, so mit Heiligenhafen, Stadt am Meer und die andere Seite so. Guck mal, da steht, da muss man 10-mal kurbeln. Ja. Mach das mal starker. Das macht man zuerst rein. Achso, beide gleichzeitig, ne? Ich glaube schon. Du müsstest das doch schon wissen. Wird schwer. Anstrengung, morgen wieder Muskelkater. Ja. Zeig mal. Oh. Wo lege ich die hin? Ist nur eine Seite geprägt? Ja.
Eigentlich müssten noch beide, aber man sieht immer noch. Tatsache. Die fünf. Eigentlich müssten beide sein. Eigentlich müssten beide. Du hast nicht richtig gekurbelt. Wow. Naja, egal. Besser eine als gar keine. Hier, Motiv wählen, kurbeln. So kannst du entweder oder. Entweder oder. Ah. Ach so, guck mal, da musst du hier. Ja, ist egal. Also wenn du eine in die andere Richtung... Ja, steck ein. Dann wäre die andere Prägung gekommen. Endlich krieg ich mal Liebe. Das ist immer Liebe. Nie. Oder da der Schatten. Penisliebe. Penisliebe? Ja. Ja, hab ich ja gesehen, machen, was gestern daraus geworden ist, ja, aus der Penisliebe. Was das ist, da mit den, wo so unten. Katamaran. Ja? Du kennst dich ja richtig aus. Wahnsinn, sowas zu entwickeln überhaupt, sowas zu auf die Idee zu kommen. Wir könnten das nicht. Obwohl, das sollten wohl angeblich schon die alten Griechen benutzt haben, die Techniken. Schon gar nicht, wie wir uns derzeit ernähren könnten, wir sowas entwickeln, weil unser Gehirn nicht richtig versorgt ist. Sind da eigentlich Fische zu sehen im Wasser? Warum nicht? Hat die Ostsee keine Fische? Da waren noch gerade die Fischhändler. Was ist da an dem roten Dreieck oben drin? Aussichtsturm? Zu viel Kauf. 35.000. Wo? Oh, die? 15.000, die ist billiger. Ja, da kostet ja auch Unterhalt dann total viel, das, ne? Das geht, Unterhalt ist nicht teuer. Meine Nein? Eltern haben 800 Mark im Jahr gezahlt. Ja, aber du brauchst doch auch so einen Liegeplatz und ja, so? Ja, für den Liegeplatz. 800 Mark haben sie bezahlt. Okay, also jetzt 1.000 Euro. 100 Liter Fäkalien. 100 Liter Fäkalien? Da. Ja, da kannst du 100 Liter Schiss machen. Ja, ist voll. Wenn ich meinen Shake wieder kriege, dann schaffe ich das. Schön die Base hier in der Sonne. Wie orange die, wie heißen die, Pfoten? Wie heißt denn das? Watschel sind. Ja. Na, früher habe ich auch Ente gegessen, wenn wir im Chinamann waren oder so. Ich weiß nicht, ob das andere Enden waren. Hat die Kuchen? Ja. Vaterschaftstest. Wer ist der Vater? Ist denen eh egal, ne? Ich sehe da keine Küken. Na, wie ist das Fluss? Das ist so ein Dachchen. Der Bernd telefoniert jetzt kurz mit seinen Eltern. Die sind ja im Laden, die arbeiten für uns. Wenn wir den auch auflassen können, sonst müssten wir den ja schließen, den Laden. Ich weiß gar nicht, ob man mich versteht, weil der Wind so stark weht. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, es tut echt gut, hier so schön spazieren zu gehen. Die Sonne scheint so schön. Und das Wetter ist echt angenehm. Wir haben so 13 Grad. Aber es ist wirklich angenehm, sehr bisschen windig, total schön. Da ist er am Telefonieren. Ja, ein bisschen die Zeit genießen. Wenn wir zu Hause sind, dann haben wir immer sehr viele Termine und müssen viel arbeiten. Und hier kann man richtig mal die Seele baumeln lassen, die Möwen beobachten. Wunderbar. Ach so, und was ich euch auch noch sagen wollte, wegen der schlechten Ernährung. Gestern hatten wir ja veganen Döner für alle gemacht. Alle die, die mir auf Facebook folgen, die haben das ja gesehen. Also da poste ich halt manchmal auch zwischendurch aus dem Alltag, wen das interessiert. Auf Facebook heiße ich auch Vegan Ela Kanal, I Share You There. Für die, die das interessiert, habe ich auch den Link dazu unten in die Infobox gemacht.
damit man direkt auf Facebook bei mir landet. Und wir gehen jetzt weiter spazieren. Oh, der Bernd telefoniert immer noch. Ich laufe hier gerade auf so einem Steg. Muss ich aufpassen, dass ich geradeaus laufe und nicht ins Wasser falle. Ich wollte euch noch erzählen, wie ihr seht, habe ich eine Sonnenbrille auf. Das ist meine erste Sonnenbrille mit Sehstärke. Weil immer, wenn wir irgendwo im Urlaub waren, dann musste ich mich entscheiden. Entweder werde ich geblendet von der Sonne und sehe scharf, oder ich habe einen Schutz vor den Augen, dass ich nicht geblendet werde, aber dann sehe ich unscharf. Und jetzt habe ich mir endlich mal eine Sonnenbrille geholt und ja, die war auch recht günstig. Ich habe jetzt 80 Euro bezahlt. Und dann habe ich gesehen, bei Fielmann gibt es Sonnenbrillen, also zum Nulltarif, wo man nur die Gläser bezahlt. Da kostet das halt dann nur 17,50 Euro. Würde ich die nächste halt da holen. Aber ich hoffe, dass die jetzt ein paar Jahre hält. Das ist sehr angenehm. Jedem Brillenträger kann ich das nur empfehlen. Ich habe viel zu lange damit gewartet, eine Sonnenbrille mit Sehstärke zu haben. Bernd sagt gerade, wir müssen mehr Sachen kaufen. Wir haben gar nichts gekauft. Geld. Wir haben zu viel Geld. Nein. Ja, früher haben wir voll viel eingekauft im Urlaub, ne? Ja. Jetzt sind wir Minimalisten. Ja, auch Minimalisten. 2 Euro für Essen ausgegeben. Ja, das stimmt. Aber das ist Essen. Essen ist Essen. Aber kein Gedöns, kein Schnickschnack, keine Magneten, keine Taschen. Die liegen dann eh nur rum. Nein? Möchtest du Taschen haben? Ich brauche die nicht benutzt. Nein. Wir haben so schön ausgemistet, unsere Wohnung, als wir renoviert haben. Brauchen wir nicht wieder einen neuen Schrömmel kaufen. Jetzt werden wir überfahren, weil wir einen Frosch retten wollen. Ernsthaft jetzt? Das war kein Frosch, das war ein Blatt. Das ist eine Kröte. Der verdurstet. Du wirst echt noch der veganste Veganer. Jetzt fängst du schon an, Frösche zu retten. Oder was auch immer. Kröten. Ja. Möchtest du Liebe haben? Froschsabber. Oh, Auto. Bernd wird der veganste Veganer. Froschritten. Ich dachte echt, das ist ein Blatt. Jawohl, das kommt von den Fleischenzymen. Fleischentzug, deswegen sehe ich Enzym. Es ist so schönes Wetter. So schöner Himmel. Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgesetzt, ein bisschen die Sonne genießen. Hört ihr die Vögel zwitschern? Ach ja, und ich trinke Kaffee mit Hafermilch. Wir wollten gleich nochmal nach Heiligenhafen fahren und mit den Kindern Drachen steigen lassen, um ein bisschen das schöne Wetter noch genießen. Das wollte ich eigentlich in den letzten Urlauben schon machen, aber ich habe den Drachen immer zu Hause vergessen. Und diesmal habe ich sogar 2 eingepackt und deswegen möchte ich das unbedingt diesen Urlaub machen. Meinst du, der Wind reicht, um einen Drachen steigen zu lassen? Oh. Also die Flaggen sind ja nicht so wedelig. War
warten wir erstmal ein bisschen ab. Vielleicht kommt ja noch mehr. Vielleicht kommt noch mehr. Guck mal, da hinten ist wieder die Brücke, wo wir drüber gefahren sind, zu Fehmarn. Boah, ist die lang. Von hier sieht die länger aus. Oh, ich liebe das Meer. Das ist so schön. Möwis. Im Sommer kannst du hier bestimmt auch baden. Meinst du? Ja, stell dir vor, wir würden hier wohnen. Ja, im Sommer werden hier bestimmt auch 30, 35 Grad. Hm. Könnt ihr auch damit. Oh, das, die Geräusche vom Meer, diese Wellen, das finde ich so toll. Probier. Nur nicht mit der Füße rein. Dann probier mal. Salzig, so wie in Ägypten. Skateboard. Oder surfen. 50 Cent. Muss ich mal gucken, mein Portemonnaie. Gucken, dann sieht die Brücke aus, als wenn du davor stehst. Wirklich? Ja, klar. Boah, da puppelt einer auf der Brücke. Ja, ehrlich jetzt. Ich will das auch gleich einmal sehen. Glaube ich dir nicht. Ah. Ich wollte fragen, hast du ein Parkticket gezogen? Nein. Weil man muss Parkticket ziehen. Glaube ich, stand da. Wir haben nämlich den Tag einen Strafzettel bekommen. 20 Euro, weil wir waren ein paar Minuten drüber mit der Parkzeit. Ich mach mal an. Hier bauen wir jetzt den Drachen auf, den wir gleich steigen lassen. So, jetzt haben wir den Drache hier fertig aufgebaut. Bereit. Und jetzt versuchen wir ihn hochzusteigen. Warte, 1, 2, 3. Und Mama! Und er fliegt! Nicht! Oh mein Gott! Der ist gegen das Handy. Oh, was? Der ist einfach gegen das Handy und das Handy ist runtergefallen. Oh, warte. Zwei, drei. Ja? Oh, kann ich gleich auch mal halten? Ja, klar. Woohoo. Guck mal, ja. Wie hoch. Wow. Vorsicht, geht zur Seite. Digga. Wow. Es fängt an zu regnen. Jetzt hat es gerade so einigermaßen geklappt mit dem Drachen und jetzt regnet es. Ja, ist zu wenig Wind auch, aber ein bisschen Spaß konnte man haben. Naja, egal, später geht's weiter. Jetzt hat's ja geregnet und wir konnten den Drachen nicht weiter steigen lassen. Jetzt hat's wieder aufgehört zu regnen. Wir haben jetzt für alle ein Eis geholt. Und jetzt können die Kinder ein bisschen hier Ketka fahren in der Zwischenzeit. Und vielleicht kommt ja noch ein bisschen Wind auf. Sind wir wieder zu Hause. Das mit dem Drachensteigen hat ja leider nicht so wirklich geklappt. Vielleicht schaffen wir das morgen nochmal. Wir bereiten jetzt das Abendbrot vor. Das sind einfach Reste von gestern. Ich werde euch das gleich mal einblenden. Wir machen uns so gefüllte Wraps mit Soja-Gyros-Schnitzel. Wir haben das mit Gyros-Gewürz gewürzt und Kartoffelspalten und Folienkartoffeln und Salat und Tzatziki aus Alpro Go On. Und ja, das lassen wir uns gleich schmecken und dann werden wir noch schönen Spieleabend machen. Wir wollten Siedler spielen alle zusammen und ja, dann werde ich jetzt hier den Blog schließen und mich zu den anderen gesellen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.